Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier aus dem Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und... Warum fährt denn der hier durch? Okay. Hätte ich jetzt gar nicht erwartet, dass der hier durchfährt. Aber gut, wir wollen jetzt zu dem kommen, was ich in der letzten Folge schon angedroht habe, dass wir dort ja einen neuen... eine neue Art und Weise oder den Bahnhof hier modernisieren wollen. Und zwar so aufbauen, wie sozusagen uns... oder sagen wir mal, der Hinweis kam aus der Bevölkerung. Das finde ich jetzt zu gut. Und das werden wir jetzt mal hier so aufbauen. Und dann ein bisschen nachbauen. B müssen wir dafür drücken. Und dann gibt es nämlich hier Bahnhof Fluid. Und der ist ziemlich lang geworden. Also eigentlich viel zu lang für das, was ich gerne haben möchte. Oder wie ich es gerne haben möchte. Und dann sieht das so aus. Da sind dann drei Inline-Tanks dann dran an den Pumpen und dann so. Ich werde jetzt mal einfach sagen, und werde alles Überflüssige jetzt hier rausnehmen. So, alles was überflüssig ist, muss ich ja nicht mehr bauen. Dann werden wir das so als Beispielbahnhof hier einmal mit hinbauen. So, den Bahnhof musste er nicht bauen, genau, hier danach. Alle. So, und dann kann das hier auch weg. Könnte der Bahnhof auch wieder enger dran, weil wir jetzt ja bloß von einer Seite sozusagen beladen. Aber gut. Das ist ja nicht mal nach oben ist, da hängt das ja noch zusammen. Okay, so, dann brauche ich jetzt hier die Pumpis. Ja, die Pumpe setze ich richtig rum, ne? Ja. So. Kommt der hier gerade angefahren und wartet natürlich, bis er voll ist. Könnte jetzt ein bisschen länger dauern hier, aber das kriegen wir hin. So, den hier ransetzen. So, jetzt müsste... Ist noch nicht alles mit Strom versorgt. So, Stromversorgung haben wir schon mal angeschlossen. So, dann brauchen wir hier noch eine Stromversorgung, da noch eine. So, dann brauchen wir jetzt schnell Anschluss an das Komplettsystem hier. Mit Rohr. Und dann erstmal so. So, habe ich solche Tanks gerade noch in der Tasche? Wahrscheinlich nicht. Machen kann ich gerade auch keine. Kriegen wir aber auch noch hin. So. Hier die Rohre hin. So, Inline-Tanks habe ich jetzt auch gerade nicht ausreichend dafür. Ich müsste das mal kurz schließen hier. Einmal Kurzschluss einbauen hier. So. Damit die Flüssigkeit da reinläuft. Und dann müsste ich die Pumpe mal ganz kurz nehmen. Quasi hier dazwischen setzen. Strom hier dran. So, die müsste jetzt ja eigentlich jemand hier hochpressen. Und dann läuft das bis dahin erstmal hin. Hier nochmal ganz kurz erstmal schnell den Kurzschluss anbauen, damit da ein bisschen was reinkommt. Und der Tank hier leer wird. Mir geht es jetzt darum, dass ich den Tank leer kriege, dann kann ich da oben den ersten Tank dazu bauen. Und dann erstmal das über einen Tank laufen lassen. So, und dann aber die anderen Tanks, was fehlt mir dazu, um die zu machen? Eisenplatten. Ich hole mal schnell. Ja, die Tanks, die sind da alle poppen voll, ne? Gut, der große Vorratstank steht dann weiter hinten und die kleinen sind dann bloß als schnell, damit er auch voll wird und das reicht ja hin. Voll wieder. Ganz gut aus. So, dann
Handy laufen schnell. Noch mal ein paar Tanks gebaut. So. Eins. Wie Stück brauche ich? Zwei. Nehmen wir auch noch die anderen Materialien aus. Backsteine. Ein bisschen mit. Da nehmen wir auch noch mit und dann holen wir uns mal ein paar Backsteine. Die habe ich hier hinten noch nicht, aber die sind im Bahnhof drin. Gehen wir da mal schnell rüber. Dann bauen wir das da schnell mal fertig. So gut es geht. Deine müssen hier sein, ne? Ja. So, dann machen wir dann den dritten Tank davon noch und dann 1, 2, 3. Hier machen wir dann mal 20 Stück von. Die braucht man nicht. Okay, hier. So. Und dann nehmen wir das nochmal alles anklemmen und anbauen und ansetzen, dass hier so einigermaßen dann durchläuft. Das soll und dann sieht das doch schon mal dann auch mal schöner aus. Haben wir jetzt schon einen Inline-Tank, den wir da dazwischen bauen können? Ja, hier den Tank haben wir schon mal. Dass hier der Kurzschluss kommt mal raus wieder. Und dann kommt da ein Tank rein. Tank rein. Kommst du hier schon mal raus? Ist immer noch voll. Das ist natürlich auch ungünstig. Ich muss die irgendwie leer kriegen hier. Na gut, jetzt kriegen wir auch noch hin. So, dann muss jetzt sich hier einfach nur der Knick da dran. So, das kommt dann mal ab hier. Ach komm, schmeiß mal wirklich. Wurscht. So, dann müssen wir den hier dran schließen. Erstmal so. Gucken, wie viel wir da oben in den Tank reinkriegen. So. Ja, da kommen wir jetzt gerade nicht hin. Okay. Den untersten kommen wir noch dran jetzt gerade mal. Vielleicht kriegen wir denn da auch noch ein bisschen was wieder raus. Das denke ich erstmal. Nicht allzu viel weggeschmissen wird. Gut, der Tank bleibt voll. Jetzt ein bisschen raus. Okay. Dann einmal so anklemmen. Also 6K wegschmeißen ist nicht schön, aber ich kann es, glaube ich, verschmerzen. So, dann müssen wir hier die Tanks reinstellen. Das ist daneben. So. Gut. Pumpen. Hat nicht T gedrückt. Eine hier reingestellt, eine da reingestellt, eine da reingestellt, eine da reingestellt. So, jetzt müsste da auch Flüssigkeit ankommen oben. Jetzt müssen wir, klemmen wir den jetzt hier nochmal an. Was war das hier hinten weg? So. Jetzt sollte das eigentlich so laufen oder beziehungsweise angeschlossen sein. Und eigentlich finde ich das gar nicht mal so übel. So, ein bisschen eingelagert werden kann. Ich weiß nicht, ob ich irgendwann mal einen Ausgleich machen muss zwischen allen, aber das kriegt man ja dann auch noch dahin. Und der Optik wegen. Gut, also dann haben wir jetzt den Bahnhof eingebaut. Das wollte ich jetzt so umgesetzt haben noch.
So müsste ja auch alles funktionieren und laufen hier jetzt, ne? Und der Zug, der wird ja trotzdem dann relativ schnell voll, wenn er wieder hier ist, ne? Aber wie gesagt, jetzt ist natürlich sehr viel in den oberen reingelaufen, was die anderen jetzt nicht haben. Da müssen wir mal gucken, ob wir da vielleicht nochmal den Ausgleich schaffen. Müsste ja eigentlich dann quasi da drüber gehen, dass man die dann, wenn der oben dann voll ist, dass der dann hier von hier aus in das Summit reindrücken kann. Und die dann auch langsam aber sicher voll macht. So. Gut. Alles klar. Sicherheit. Sie geben. Gut, hier produziert auch alles. Hier liegt auch nichts unten rum. Das sieht alles immer im Fluss aus. Das ist sehr gut. Sehr schön. Hier ist auch sozusagen immer noch genügend Kapazität gegeben, dass das leer wird. Und das produziert hier wahrscheinlich ohne Ende von dem Material. Das geht noch, ne? Also es ist nicht so, dass jetzt hier irgendwo ein Lager an Flüssigkeit. Obwohl, hier geht ziemlich wenig Purified Water raus. Aber das Purified Water von hier, das zieht sich da eher wenig raus. Naja, gut, okay. Nicht schön, aber selten, ne? Gut, aber hier, das läuft ja alles ganz gut hier mit dem Schwefel. Und die Kiste hier ist so gut wie voll mit 153.000 Schwefel. Und hier haben wir auch schon 133.000 drin. Das heißt, die unteren werden wieder mehr verwendet als die oberen. Das ist natürlich auch nicht gut, aber gut. Und irgendwann wird das hier oben blockieren. Und dann müssen wir mal gucken, wohin mit dem Schwefel. Schön, alles klar. Dann würde ich sagen, wo kümmere ich mich jetzt heute noch drum? Wen fasse ich jetzt noch an und wo gehe ich nochmal hin? Ich wollte jetzt eigentlich, kann ich ja dann jetzt hier unten diese Verbindung zumindest schon mal so weit legen, wie es geht. Und ich wollte eigentlich hier in den Sand reinschmeißen und das dann zuwerfen, das hier zuwerfen. Und dann müssen wir mal gucken, wo hier der Fünfer denn das, das hier oben auch zuwerfen. Und dann gucken wir, wo hier der Fünfer kommt. Und dass wir dann hier die Querverbindung haben. Und dann muss ich die Produktion wahrscheinlich dann doch nochmal, sagen wir mal, modellieren. Damit dann da der Zug an der fünften Stelle durchfahren kann. Also ich möchte eigentlich dieses Kästchenprinzip so haben. Achso, die Lampen kann ich noch reinlegen, weil da braucht irgendjemand jede Menge von. Ich brauche ich jetzt hier eigentlich nicht mehr zum Bauen. Genauso wenig wie dich. Hier in der Mitte, das kommt noch. Und dann, achso, dann stellen wir da unten auch noch Lampen an. Das sieht ganz gut aus hier. So. Dann hat das hier auch ein bisschen Beleuchtung. Nicht ganz so finster. Sieht immer eins links, eins rechts von, eins drunter, eins rechts von dem. Dann können wir hier noch Lampen reinbauen. Direkt neben dem Mast immer. So, dann ist der Bahnhof nämlich auch beleuchtet. Sehr schön. Gut, dann gehen wir mal jetzt so über zu der Kiste hier drüben und werden dort ein paar Lampen reinsortieren. 50 Stück. Machen wir hier noch die Hälfte davon. Hier von die Hälfte noch mit da rein. Ein paar Gleise kann ich da noch mit reinlegen, die ich noch habe. Tanks können wir da erstmal reinlegen. Die Teile können wir erstmal reinlegen. Die Teile können wir erstmal. Ah, nee, warte mal. Oh, nee, die können wir da nicht reinlegen. Da muss ich noch was mit bauen. Da fällt mir gerade was ein. Ach, bei der Energie wollte ich noch gucken. Genau. Ne, jetzt ein schwarzer Fleck. Das ist das, was ich jetzt gerade nicht sehe. Was ist hier los? Ah, Sprengstoff wollen wir noch machen. Alles klar. Okay, dann machen wir jetzt erstmal viel Sprengstoff. Oh Gott, das liegt doch richtig gut hier wieder, ne? Voll. Ist nichts drin im Tank mehr, nichts mehr drin. Sehr gut. Okay, läuft wie ihr Schnittenbrot. Oder halt eben mineralisiertes Wasser. Oder Mineral Sludge. Also mineralisierter Schlamm. Gut, dann ab nach unten. In die Gegend, wo mal Sprengstoff hergestellt wurde. Anders. Huch.
Wo waren die Gegend, wo ich mal Sprengstoff hergestellt habe? Das hätte ich jetzt hier in die Richtung verordnet. Nanüchen. Meine Damen, meine Herren. Ich bin verwundert. Ich suche eine Kiste voll mit Sprengstoff. Ist auch schade, wenn irgendwo... Forestin und Wastewater, das ist auch voll. Machen wir lieber auch leer, sonst behindert das wieder irgendeine andere Produktion noch. Ich suche eine Kiste voll mit Sprengstoff, meine Herren, meine Damen. Oder habe ich... Ja, es könnte auch sein, dass ich das damit reingepappt habe, ne? Vielleicht war ich ja mal blickig und habe das hier mit reingepappt. Was ist denn nicht für eine Kiste? Die ist leer. Okay, sehr schön. Ah, Sprengstoff gefunden. So. Jetzt brauche ich für meinen Klippensprengstoff, den kann ich hier machen. Ne, wohin den? Da, da. Klippensprengstoff, da ist er. So. Brauche noch Charcoal, okay. Charcoal, okay. Charcoal hätte ich hier. So, würde ich gemerkt, wo es drin war. Hier, ne? Ja. Den Scheiß fünfmal machen. Kostet 10 Sprengstoff, das ist natürlich auch nicht ganz so billig. So. Dann nehmen wir mal noch. Ach, pack ich mal zurück. Machen wir nochmal 10 Stück davon. Und dann haben wir erstmal ein bisschen wieder drin. Jetzt gucke ich mal, ob ich die Charcoal jetzt hier in diese eine Kiste wieder reingepappt habe, wo ich es gerade rausgenommen habe. Na gut, der hat es ein bisschen schneller reingelegt. Na gut. So. Wenn die hier dazu liegen, dann geht's wieder, ne? Dann heizen auch nur so ein paar. Wie ist das gerade momentan mit der Energieherstellung? Ja. Aber wir müssen unbedingt mehr Kohle herstellen. Das, weil das ist ja auch das große nächste Ziel, die Energiegewinnung sozusagen umzustellen. Von hier, also muss ja hier weg, weil hier sind die Gleisen durch. Auch diese Bretter- und Holzproduktion muss woanders hin verschwinden und dann dahin transportiert werden. Kriegen wir aber auch hin. War noch was? Irgendwas war noch. Ja. Und dann sollte das wieder laufen hier. So, jetzt gehen wir da mal hin, holen erstmal den Sprengstoff da weg. Und dann setzen wir die Gleise hier unten quer. Und dann müssen wir wahrscheinlich die ganze Stromleitung hier wegmachen. Hier rumsteht. Kann ich das mitnehmen? Braucht jetzt keiner hier mehr im Groben und Ganzen. Dann gucken wir mal, dass wir das hier quer durchgesetzt kriegen und dass dann unsere Robbys so ein bisschen was bauen können. Wahrscheinlich muss ich dann noch ein paar Strommasten wieder dazu liefern, aber erstmal nicht weiter schlucken, das kriegt man ja dann hin. Ja, jetzt so für Stromleitung rumstehen, ne? Und komm, man könnte fast glauben, dass das irgendwo mal was gewesen ist, was unbedingt Strom brauchte. Räuber Hotzenplotz. So, da unten können wir noch so ein bisschen was aufnehmen hier. Davon den noch mitnehmen, dann ist das weg. So, gut. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier mal Puff. Und dann haben die das gelegt, dann ist der Bauauftrag erstmal fertig hier. So, dann brauche ich jetzt Buch. Babybuch. Nee. Leise. Shift. Roll. Leise. Mit Weiche. Falsche Buch. B. War das falsche Buch? War ich ein Netbuch jetzt wieder gelassen? Da? Ja. Alles klar, okay. So. Shift. Klick. Nee, ups, nee. Nee, ja.
Das wollen wir haben hier. Dann müssen wir da drauf. Bitte bauen. Dann brauchen wir den. Bitte bauen. Dann brauchen wir wieder den. Bitte bauen. Dann brauchen wir wieder den. Bitte bauen. Brauchen wir wieder den. Bitte bauen. Und dann bauen wir den Kreisel. Die Energie, die geht hier runter in Richtung. Oh, guck mal, da ist sogar noch. Die Energie, die versorgt unten, glaube ich, bloß eine Radaranlage. Das kann später nochmal wieder mit versorgt werden. So, und dann versuchen wir jetzt hier nochmal den Kreisel hinzubauen. So. Und dann sehen wir, wo unser Problem ansetzt, ne? Wir müssen dann hier die Energie ändern, ne? So, das müsste dann jetzt hier dann gerade hochgehen, dahin, und dann ist alles cool. Okay, gut. Das sieht auch schon mal ganz gut aus. Unsere Bauroboter haben jetzt erstmal wieder ein bisschen was zu tun. Ich kann da unten schon mal auch einen Dings hinstellen, eine Radaranlage. Radiradar, da ist Radiradar. So, die stellen wir hier einfach schon mal mit rein. Zack. Die wird dann irgendwann auch Strom bekommen. Nehme ich mal ganz stark an. Ich könnte ja eigentlich ein bisschen wesentlich sein und den Strom eigentlich von da nehmen, ne? Mal schnell hier durchzaubern den Strom, damit die Radaranlage Strom hat. So, und jetzt dürfte hier in der Mitte kein schwarzer Punkt mehr sein. Genau, sehr gut. Das war nämlich ein Punkt, der nicht gesehen wurde von den Übis. So, jetzt fliegen wir natürlich erstmal von da an und machen das hier fertig, aber dann ist doch das schon mal geklärt. Und wir sehen auch, ne, also das führt jetzt hier weiter und das führt dann hier direkt in diese Produktionsstraße rein und die kommt dann weg. Was günstig liegt, ist das hier, der Bahnhof, da könnte doch was bleiben, aber da der ganze Krempel hier woanders hinkommen muss, weil hier Gleise durchlaufen. Aber wir kriegen ein System rein, ne? Also es ist zumindest halbwegs zu erkennen, dass wir irgendwie nach Schema F bauen wollen. Und das hat auch schon viel Schönes. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann lasst jetzt gerne ein Like da und ähnliches. Ich werde mich jetzt fertig machen für die Bescherung, heißt also, da muss man ja vorher immer baden, ne? Da ist man nämlich versteckt und dann kommt nämlich das Christkind, während man in der Badewanne sitzt und bringt einem die Geschenke. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, bei mir ist das immer so. Ne? Und immer wenn ich aus der Wanne rauskomme an Heiligabend, habe ich Geschenke da. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wer die da hinlegt. Aber da werden wir nochmal gucken, was da passiert. Ich hoffe, ihr hattet auch ein schönes Weihnachtsfest. Und ja, wie gesagt, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.